Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer kleinen Veranstaltungsreihe Islam im Wandel, Grenzen und Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Dialoges. Wir beschäftigen uns ja in dieser Reihe mit der phänomenologischen Auseinandersetzung mit dem Islam. Und ich begrüße ganz herzlich heute Frau Semil Yusuf aus Berlin. Herzlich willkommen, dass Sie heute zu uns referieren werden. Herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Abends lautet: Islam ist gleich Islam. Muslime im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, meine Damen und Herren, welche Wahrnehmung haben wir denn vom Islam? Wann haben Sie denn zum letzten Mal eine positive Wahrnehmung vom Islam vermittelt bekommen? Also ich persönlich kenne aus den Medien nur negative Nachrichten. Ich kenne gar keine positiven. Ich habe mir vorhin mal, bevor ich hierher kam, die aktuellen Zahlen aus dem Internet herausgelesen, wie die Konfessionsverteilungen sind. Was schätzt ihr denn? Also 32% sind Christen. Wie viel Prozent sind Islam? 23% der Weltbevölkerung sind Islam. Der Weltbevölkerung. Nun glauben wir, dass 23% alles Terroristen und Attentäter sind? 15% sind dann Hindus, 7% Buddhisten, übrigens nur 0,2% Juden der Weltbevölkerung. Und 16% sind nicht zuzuordnen, das fand ich auch interessant. Wobei die große Mehrzahl aus China und Indien kommt bei den nicht zuzuordnenden Religionen. Wenn wir, worüber reden wir, wenn wir von dem Islam sprechen? Das ist gar nicht so eindeutig, das ist nicht so ein einheitliches Prinzip. Mir fiel ein, wir hatten als Kind ein Kinderbuch in der katholischen Kirche, das hieß "So bunt ist unser Glaube". Kennen Sie das? Da wurden dann vorgestellt die Zisterzienser, die Jesuiten, die Dominikaner, die Trappisten, die Kreuzritter vom Heiligen Grab und andere. Und schon da merken Sie, dass es eine ganze Facette von Spiritualitäten gibt. Ich könnte ähnliches über die evangelische Kirche sagen, wenn ich von den pietistischen Erzgebirge bis zu ganz liberalen Kreisen spreche, gibt es viele Facetten. Und es ist gar nicht so eindeutig, wovon wir reden, wenn wir von dem Islam reden. Und so wollen wir uns heute ein wenig mal dieser Thematik auseinandersetzen und mal überlegen, wie auch der Islam sich in einzelnen Regionen immer wieder gibt, ob es sowas wie Inkulturisation gibt. Eine Stärke des christlichen Glaubens war immer die Inkulturisation, dass sie sich an die jeweiligen Regionen angepasst haben. In China zum Beispiel oder in Japan. Wie ist das eigentlich mit dem Islam? Wie demokratiefähig ist denn der Islam? Ich glaube, das sind alles Themen, mit denen wir uns heute ein Stück auseinandersetzen könnten und wollen und damit auch ein wenig über die Chancen des Islams in unserer Gesellschaft reden. Frau Yusuf ist aufgewachsen in Leverkusen und hat in Bonn Politikwissenschaften studiert. Sie war dann von 2008 bis 2013 Referentin im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen, Soziales und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, danach im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales. Seit 2013 ist Frau Yusuf Mitglied des Deutschen Bundestages und für den Wahlkreis Hagen-Ennepe-Ruhr I delegiert oder gewählt worden. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung des Deutschen Bundestages. Und seit Februar 2014 ist sie die Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie hat zahlreiche ehrenamtliche Ämter inne, die natürlich auch mit ihrer Herkunft, mit ihrem Engagement zu tun haben. Seit 2004 ist Frau Yusuf Mitglied des Deutsch-Türkischen Forums der CDU Nordrhein-Westfalens. Sie war von 2008 bis 2013 Mitglied im Kreis- und Bezirksvorstand der CDU Aachen, ist Gründungsmitglied des Bundesnetzwerks Integration der CDU Deutschlands und seit 2014 deren Vorsitzende. Seit 2011 ist Frau Yusuf Mitglied des Forums Integrationspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und darüber hinaus ist sie natürlich auch noch als politische Ämterin in Nordrhein-Westfalen als Mitglied des Landesvorstandes und stellvertretende Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Hagens.
Also Frau Jussert ist politisch stark verankert und engagiert in der christlich-demokratischen Union, trotzdem sie Muslima ist. Aber man kann auch sagen, die CDU ist die Partei, der Religion wichtig ist, die Religion eine wichtige Rolle spielt. Aber wir haben Sie eingeladen, um über Islam zu reden. Ich bin sehr gespannt, was sie uns präsentieren wird. Und danach sind Sie eingeladen, wieder Fragen zu stellen, zu diskutieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Darf ich es bitten um Ihren Vortrag? Ja, vielen Dank, Dr. Klose, für die warme Einführung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, heute Abend diesem Vortrag zu lauschen. Ich wurde ja schon vorgestellt. Ich arbeite jetzt seit 2013 im Bundestag für meinen Wahlkreis. Und bevor ich in dieses Amt gewählt worden bin, haben ganz viele mal gesagt, Muslimin in der C-Partei, wie geht das eigentlich? Und die Antwort ist eigentlich auch relativ einfach. Ich glaube, dass die monotheistischen Religionen eigentlich mehr Gemeinsames haben, als das, was sie unterscheidet. Und auch dieser Punkt eben, die Religiosität oder wie lebt man Religion im Alltag, welchen Stellenwert hat Religion in unserem Leben, das war für mich auch ausschlaggebend, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne in einer Partei mitarbeiten, wo diese Themen eben wichtig sind. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dann Eltern werden, zum Beispiel, ist es für sie wichtig, dass sie ihre Kinder Religionsunterricht bekommen. Es ist wichtig, dass in den Kindergärten die religiösen Feste wie Weihnachten auch weiter gefeiert werden und eben nicht mit bunter Lampentag oder so irgendwie aus dem Lehrplan oder aus dem Kindergartenplan gestrichen werden. All diese Themen sind eben im Alltag uns gemein und deswegen, falls Sie auch diese Frage im Kopf hatten, was macht eigentlich eine Muslimin in der CDU, das ist relativ einfach. Für mich persönlich war Religion auch immer eine wichtige Sache, weil ich auch aus einem religiösen Haushalt komme. Meine Eltern stammen aus Griechenland, gehören dort der türkisch-muslimischen Minderheit an, sind im sogenannten Gastarbeiter, im Rahmen der Gastarbeiterabkommen nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und während meines Studiums an der Universität Bonn, wo ich Politikwissenschaften studiert habe, habe ich eben auch angefangen, Islamwissenschaften zu studieren und habe mich aber nicht nur theologisch und historisch mit diesen Fragen beschäftigt, sondern wir haben irgendwann auch angefangen, mit meinen Studienkollegen darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich so den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Zusammenhalt zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen in Deutschland verbessern. Und da hatten wir noch gar nicht die Flüchtlinge in Deutschland. Ich würde gerne heute mit Ihnen diese drei Themen durchgehen. Ich habe erstmal einen kurzen Überblick mitgebracht über Muslime in Deutschland. Dann würde ich gerne über die strukturelle Integration als Religionsgemeinschaft sprechen. Und dann darüber, vielleicht ist das auch etwas, was Sie interessiert, die Förderung eines Islams deutscher Prägung. Wie sieht eigentlich muslimisches Leben in Deutschland aus? Dr. Klose hat es eben schon in seiner Begrüßung gesagt, wie nehmen wir eigentlich den Islam in Deutschland wahr? Wie taucht er in einschlägigen Wochenmagazinen auf? Wie sind die Bilder, womit Muslime in Verbindung gebracht werden? Und ich glaube, die Bilder, die ich Ihnen hier zeige, die haben Sie in der Form oder in anderer Form auch schon häufiger gesehen. Wir merken, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Wahrnehmung der Muslime in Deutschland und zwischen der gelebten Realität, also der großen Mehrheit, wie die Menschen tatsächlich hier leben. Und in Hochzeiten, Sie wissen, es gibt immer wieder viele Umfragen, wie fühlen sich eigentlich die Menschen auch im Miteinander. Da gab es in Umfragen immer wieder auch Menschen, die gesagt haben, zu 60% beispielsweise, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Es gibt eine sogenannte Mittelstudie, das ist eine Langzeitstudie, die jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Und da haben knapp 40% der Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr gesagt, dass sie vor einer Islamisierung Deutschlands Angst haben. Umgekehrt neigen 2/3 der Befragten
keiner Verschwörungstheorie mit Blick auf den Islam zu und die Vorstellung einer Islamverschwörung korreliert deutlich mit der Muslimfeindlichkeit und der allgemeinen Fremdenfeindlichkeit. Die Hälfte der Deutschen befürworten einer Umfrage der ARD im letzten Sommer zufolge ein Burka-Verbot. Also die Vollverschleierung wird zumindest im öffentlichen Raum komplett abgelehnt und noch einmal 30% sagen beispielsweise, sie wollen die Burka nicht im öffentlichen Raum. Das sind alles Bilder und auch Themen, die uns beschäftigen. Das sind auch Themen, die wichtig sind und auch zu unserer Wahrheit gehören. Auch die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus, darauf werde ich eingehen, sind leider, muss man sagen, auch ein Teil unserer Realität, leider auch in Deutschland. Es gehört auch zur Realität, dass es extremistische Gruppierungen gibt, die sich in Deutschland verbreitern. Aber ist das die Mehrheit tatsächlich der Menschen, die hier leben, oder gehört das zu einer Minderheit? Dr. Klose hat mir jetzt einen Witz vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich auch gerne schätzen lassen, was Sie denn glauben, wie viele Muslime in Deutschland leben. Wenn wir uns die Statistik anschauen, dann haben wir im Moment in Deutschland 4,5 Millionen Muslime. 25% der Muslime sind erst in den letzten 5 Jahren zugewandert und knapp 2 Millionen Muslime sind deutsche Staatsbürger. Wenn wir uns anschauen, weltweit, woher die Muslime kommen, da haben wir erstmal die Zahl von 1,6 Milliarden. Ja, wir haben 1,6 Milliarden Muslime, 2,2 Milliarden Christen und 1 Milliarde Hindus. Und das größte muslimische Land mit 200 Millionen Gläubigen, wissen Sie, welches das ist? Ja, ganz genau. Gefolgt von Pakistan mit 97% bzw. 170 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. 60 Millionen Muslime leben in der Europäischen Union, wobei Frankreich mit 5,6 Millionen und Deutschland eben mit etwa 4,5 Millionen Gläubigen die größten Minderheiten haben. Wenn wir uns anschauen, wie die Muslime untereinander, zumindest von der Glaubensausrichtung, ausgelegt sind, auch da müssen wir feststellen, es gibt eben nicht den einen Islam, es gibt, ohne jetzt in eine großen theologische Klammer aufmachen zu wollen, es gibt eben unterschiedliche Rechtsschulen im Islam. Die haben sich gegründet nach dem Tod des Propheten, hatte auch was mit den geografischen Lagen zu tun, in denen sich die Muslime damals auf der Welt bewegt haben. Und Sie sehen, der sunnitische Islam, die letzte Säule, ist die größte Gruppe. Daneben gibt es eben die Schiiten und auch die Aleviten, von denen auch in Deutschland einige leben. Und die Ahmadiyya. Die ist eigentlich eine relativ kleine Gruppe, aber vielleicht kennen Sie die auch. Es gibt in Dresden beispielsweise auch eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde. Vielleicht haben Sie auch zu dieser Gruppe schon mal etwas gehört. Die Szene gewaltbereiter Islamisten im Vergleich dazu ist relativ klein. Wir haben seit 2013 mehr als 880 Islamisten aus Deutschland gehabt, die in Kampfgebiete in Syrien und den Irak ausgereist sind. Ein Drittel von ihnen ist zurückgekehrt und stellt auch eine potenzielle Gefahr in Deutschland dar, was unsere Sicherheit angeht. Und die Zahl islamistischer Gefährder im Land umfasst ca. 550 Personen. Nährboden und Zielgruppe für Anwerbestrategien des gewaltbereiten Islamismus gleichermaßen ist die Salafisten-Szene. Sie ist sehr dynamisch gewachsen. Gerade in den letzten Jahren hatten wir von ungefähr 4000 Mitgliedern im Jahr 2012, haben wir im Moment im Jahr 2016 8000 Mitglieder. Diese sprechen insbesondere die jungen Menschen an. Sie rekrutieren durch soziale Netzwerke, durch persönliche Kontakte. Sind natürlich eine Minderheit mit 8000 Personen, aber sie sind eben eine potenzielle Gefahr für unser Land. Wie ticken denn die Muslime in Deutschland? Dazu habe ich Ihnen auch ein paar Folien mitgebracht. Sie entstammen der Studie Muslimisches Leben in Deutschland des Bundesinnenministeriums und Sie sehen eben,
an dieser Folie, dass Muslime im Schnitt religiöser sind als die Durchschnittsbevölkerung. Ja, 34% der Muslime beten täglich, 20% sagen, dass sie gar nicht beten. Allerdings beten auch 30% der Nicht-Muslime aus derselben Herkunftsregion täglich. Und wir können also auch davon ausgehen, dass auch unter zugewanderten Christen die religiöse Praxis häufiger ist als in der deutschen Bevölkerung im Durchschnitt. 92% der Sunniten in Deutschland sind religiös, das war die eine Gruppe, die Sie eben auf der Folie gesehen haben. 47% sagen sogar von sich, dass sie sehr religiös sind. Und man kann also im Schnitt zur Gesamtbevölkerung sagen, dass die Muslime insgesamt religiöser sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Die Soziologen erklären das damit, dass es ein Diaspora-Effekt sei. Das heißt, dass wenn Menschen in ein anderes Land auswandern, dass sie dann eben identitätsstiftende Merkmale wie Religion und Kultur eine wichtige Bedeutung haben. Und wir erleben halt auch in Deutschland, dass in der zweiten und dritten Generation die Religion auch bei Muslimen immer noch eine große Rolle spielt, auch wenn es insgesamt weniger wird. Die Frage ist natürlich, woran misst man das? Das kann man mit Umfragen messen, aber auch mit religiösen Symbolen, beispielsweise wie dem muslimischen Kopftuch. In Deutschland ist es so, dass 70% der Musliminnen kein Kopftuch tragen. Ja, Sie sehen das auch an mir, ein lebendes Beispiel. Ich bezeichne mich trotzdem als Muslimin. Ich halte das Kopftuch auch für ein religiöses Symbol, praktiziere es aber persönlich nicht. Aber es gibt eben einen Anteil von 30% von muslimischen Frauen, die sagen, dass das Kopftuch ein Teil ihrer Religion ist und dass sie das eben zur Vervollkommnung ihrer Religion auch gerne ausüben möchten. Wir haben in den letzten Wochen auch viel über Schwimmunterricht diskutiert. Sie haben das vielleicht auch in den Medien verfolgt. Erstmal, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass wir ein sehr gutes Bildungssystem haben, wie ich finde, in Deutschland, also auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, wo wir es sehr gut schaffen, dass junge Menschen gemeinsam aufwachsen, dass sie die Vielfalt, die religiöse und kulturelle Vielfalt lernen und sich reflektieren. Und insgesamt läuft dieser Prozess durchweg positiv, in dem Sinne, dass die junge Generation von Muslimen sich sehr stark mit Deutschland identifiziert. Ja, wenn Sie eine Umfrage unter jungen Muslimen der zweiten, dritten Generation machen und nach Heimat fragen oder woher sie denn herkommen, dann wird die Mehrheit Ihnen sagen, dass sie Deutsche sind. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt eben, wie gut die Verankerung hier durch Bildung in Deutschland und auch die Identifikation in Deutschland stattfindet. Ich persönlich finde, dass gerade was das Angebot in der Schule angeht, jedes Kind eben die Angebote annehmen können muss. Und bin auch der Meinung, dass jedes Kind im Unterricht beispielsweise schwimmen lernen muss und auch an Klassenfahrten teilnehmen muss. Und das ist in Deutschland auch bei über 90% der Kinder der Fall. Ja, also über 90% gibt es keine Probleme. Die grünen Balken stehen für die Kinder, die am Sportunterricht, Schwimmunterricht, Sexualkundeunterricht uns an Klassenfahrten teilnehmen. Hier wird unterschieden zwischen muslimischen Jungen und Mädchen und nicht muslimischen Jungen und Mädchen, die auch zugewandert sind. Und bei ca. 2,5% der muslimischen Mädchen nahmen zum Zeitpunkt der Befragung nicht am Schwimmunterricht teil, und zwar eben aus religiösen Gründen. Und noch einmal einige Prozente im einstelligen Bereich, das ist in der Folie in Blau, zeigen Mädchen, die aus anderen Gründen nicht teilnehmen. Sie haben das in der Presse vielleicht verfolgt. Es gab jetzt auch nochmal ein Urteil, was gesagt hat, was Mädchen auch verpflichtet, am Schwimmunterricht teilzunehmen. Ich finde auch, dass die Schulen da eine gute Lösung gefunden haben, dass sie sagen, sie dürfen ihre religiöse Badebekleidung nutzen, um eben den Schwimmunterricht um teilnehmen zu können. Sie dürfen sich auch natürlich getrennt umziehen, aber es gibt halt eben die Pflicht, dass sie daran teilnehmen müssen. Die große Frage ist natürlich ganz häufig auch, damit haben wir auch immer wieder zu arbeiten, mit wem sprechen wir eigentlich, wenn wir mit Muslimen sprechen?
Ja? Sie sprechen jetzt heute Abend mit mir, mit einer Muslimin, aber ich spreche ja lange nicht für eine Gruppe von Muslimen. Ja? Im Moment spreche ich nur für mich, wenn es hochkommt, für meine Fraktion. Aber ich bin natürlich eine Einzelmeinung und in meiner Persönlichkeit, auch in meinem Verständnis von Islam, würde ich sagen, bin ich eine ganz individuelle Einzelmeinung. Und das große Problem ist halt, dass wir im Vergleich zu den Kirchen kein Oberhaupt haben, kein religiöses Oberhaupt haben und dass sich die Muslime weltweit in ihren Ländern schon unterschiedlich organisieren, ja, was religiöse Haltung, aber auch politische Haltung angeht. Und das schlägt sich natürlich bei uns auch in Deutschland nieder. Wir haben in Deutschland islamische Organisationen, die sehen Sie hier, mit dem größten Verband der DİTİB, das ist die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religionen, die sehr eng an der Türkei gekoppelt ist, wo auch die türkischen Imame in ihre 900 Gemeinden, die DİTİB hat, nach Deutschland entsandt werden. Sie haben sicherlich auch die Debatten darüber mitbekommen. Daneben haben wir den Zentralrat der Muslime in Deutschland, wo eher arabischsprachige und deutschsprachige Muslime, aber auch die bosnischen organisiert sind. Dann haben wir den Islamrat für die Bundesrepublik und den Verband der islamischen Kulturzentren, die sich 2007, also all diese Organisationen haben sich im Jahr 2007 zum Koordinierungsrat der Muslime zusammengeschlossen. Insgesamt haben wir in Deutschland, was schätzen Sie, wie viele Moscheen haben wir in Deutschland, so Pi mal Daumen? Bitte? 1500. 1500, wer bietet mehr? Das ist ein bisschen mehr. Ja, 2350 Moscheegemeinden haben wir und alevitische Djemhäuser. Ja, die Aleviten, einige definieren sich selbst als Muslime, andere sagen wiederum, wir sind eine eigene Richtung, aber sie gehören natürlich auch zur religiösen Vielfalt. Insgesamt haben wir also knapp 2500 Gebetshäuser und die meisten davon gehören der DİTİB-Gemeinden an. Im Moment gibt es ja einen Konflikt zwischen der sogenannten Gülen-Bewegung und der AKP-Regierung in der Türkei aufgrund des Putschversuches. Und die Gülen-Gemeinden sind eben keine religiöse Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob Sie hier vor Ort auch Vereinigungen der Gülen-Gemeinde haben. Ich glaube eher nicht. Sie betreiben eben keine Moscheen, sondern sie betreiben Privatschulen, Nachhilfeeinrichtungen, haben einige Medien und Zeitungen auch in Deutschland, aber sie sind eben nicht zu einem, sind ein, kein muslimischer Verband oder Dachverband. Wenn wir uns die Muslime näher anschauen, was haben sie eigentlich für ein Demokratieverständnis, wie stehen sie zur christlichen oder jüdischen Glaubensbrüdern oder Schwestern, da kommen wir natürlich den harten Themen auch näher und es gibt auch leider in Deutschland, muss man auch dazu sagen, vielleicht nochmal auch ein Hinweis an die KAF, ganz wenige Studien eigentlich, die Muslime mal ein Stück weit auch näher befragt haben. Also ich glaube, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zum Thema Wahlverhalten einige Sachen dazu gemacht, aber wie ist eigentlich sozusagen die Einstellung von Muslimen, da gibt es leider wirklich sehr, sehr wenig. Es gibt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die ich schon zitiert habe und nach diesen Ergebnissen sagen eben 90% der hochreligiösen Muslime, das muss man dazu sagen, also diejenigen, die sich selber als Praktizierende bezeichnen, sagen, dass die Demokratie eine gute Regierungsform ist. Ja, und 93% dieser hochreligiösen Muslime, also nicht diejenigen, die sagen, Religion ist mir egal, sondern denen das wichtig ist, die sagen auch, man sollte allen Religionen gegenüber offen sein. Diese Studie zeigt auch, also wenn man jetzt fragt, wie ist eigentlich jemand gut integriert, dann ist ein Indikator natürlich, wie viel Kontakt habe ich zu meinem Nachbarn, ja, wie viel Kontakt habe ich zu Nicht-Muslimen etc. Und auch da sagt die Studie, dass 90% der Befragten regelmäßig Kontakt zu Nicht-Muslimen haben und 60% der Muslime haben in ihrer Freizeit überwiegend Kontakt mit Nicht-Muslimen, also verbringen auch ihre Freizeit mit Nicht-Muslimen. Das heißt, also wir können insgesamt sagen, dass
diese Werte eigentlich erstmal beruhigend sind, dass sie zeigen, dass die Mehrheit der Muslime auch mit dem demokratischen System hier in Deutschland vollkommen in Einklang leben. Es gibt auch einige problematische Einstellungen, die ich hier mal aufgezeigt habe. Die erste Grafik zeigt, wenn eine Muslime aus meiner Familie einen Christen heiratet, bringt sie Schande über die Familie. Da werden die Antworten von Muslimen je nach ihrer Religiosität gezeigt. 15% stimmen dieser Aussage zu. Die Abwertung anderer Religionen und Erbkultur zeigt, wie ich finde. Und die zweite Grafik, also nur wer die Regeln des Koran buchstabengetreu befolgt, ist ein wahrer Muslim. Eine solche Definition von Muslim sein lässt wenig Raum für Vielfalt in der Auslegung des Islam, ist Kerngedanke des Salafismus. Auch wenn nicht jeder Muslim, der dem zustimmt, ein Salafist ist, ist das eine problematische Haltung, wie ich finde. Diese beiden Fragestellungen zeigen eben, dass auch diese problematischen Haltungen natürlich in der muslimischen Community gibt. 9% der deutschen Muslime befürworten die Prügelstrafe nach islamischem Recht. Knapp der Hälfte sind religiöse Gebote wichtiger als staatliche Gesetze. Antisemitismus unter Muslimen, Ablehnung anderer Gruppen. Auch hier gibt es, auch hiernach wurde gefragt. Ich habe dazu auch mit einem Sozialarbeiter, arbeite ich eng zusammen, der auch mit jungen Leuten eng zusammenarbeitet. Und da wird mir halt immer wieder berichtet, dass die Themen wie Antisemitismus und Christenfeindlichkeit ganz häufig mit politischen Ereignissen im Nahen Osten zusammenhängen. Ja? Das heißt also, wenn es wieder in Israel oder in Palästina einen politischen Konflikt gibt, dann wird dieser leider 1:1 auch bei uns auf den Schulhöfen oder Straßen ausgetragen. Ja? Wir sagen, diese politischen Konflikte aus der Heimat werden leider stärker nach Deutschland transportiert. Und durch eine immer vielfältig werdendere Medienlandschaft auch, gerade auch im arabischen Raum, gerade auch durch Internet etc., werden eben auch häufig kommen Propagandamedien in die Wohnzimmer oder auch eben in die Kinderzimmer und beeinflussen sehr stark eben auch die Muslime in Deutschland. Was die Verbreitung fundamentalistischer Einstellungen angeht, Sie sehen jetzt die Zustimmung zu den folgenden Aussagen. Ich glaube, das muss ich auch nicht jetzt alles vortragen, aber das zeigt eben sehr deutlich, also die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe. Da sehen Sie eben, dass 57% der ersten Generation dem zugestimmt haben. 47% dieser Zustimmung sind Türkeistämmige und bei der zweiten und dritten Generation sehen wir, dass es 36% sind. Bei der zweiten Frage, Muslime sollten die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zur Zeit des Propheten Mohammeds anstreben, sehen Sie, dass 36% der ersten Generation zustimmen und 27% der Folgegenerationen. Es gibt nur eine wahre Religion, ähnlich wie oben die Ergebnisse. Nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Und religiöse Fundamentalisten, also Zustimmung zu allen vier Aussagen, das sind halt dann in der ersten Generation 18%, in der zweiten 9% und im Durchschnitt eben 13% der Türkei-Stimmen. Es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, wie man diese Umfragen und auch diese Fragen formuliert, das muss man ganz klar dazu sagen. Und es kommt auch darauf an, inwiefern die Befragten auch die Fragen in der Sprache verstehen, in der sie durchgeführt werden. Genau, ich mache mal weiter. Wir haben eine neue Debatte über den Islam in Deutschland, natürlich mit dem Zuzug der Flüchtlinge zu uns. 2016 kamen 37% der Asylantragsteller aus
Syrien, wir haben 17,6% aus Afghanistan, 13,3% aus dem Irak und kleinere Gruppen aus dem Iran, Eritrea, Albanien und Pakistan. Ich werde jetzt diese Folie mal überspringen. Wir haben in den Statistiken jetzt gesehen, dass die Geflüchteten der letzten 2 Jahre weitgehend aus den islamischen Ländern gekommen sind. Und wir kennen auch die Parolen über die Islamisierung des Abendlandes. Wenn wir unser Land aber in der Gesamtschau uns angucken, also die Einwanderung nach Deutschland, die hat ja auch nicht jetzt vor 2 Jahren angefangen, sondern die dauert ja auch schon viel länger an, dann können wir feststellen, dass der Anteil der Muslime an der deutschen Bevölkerung eben 5,5% beträgt. Jenseits der sogenannten Flüchtlingskrise kamen aber die meisten Zuwanderer auch in den letzten Jahren eher aus christlich geprägten europäischen Ländern. Ja, Sie erinnern sich an die Krise, die Euro-Krise in Griechenland, wir haben in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit, die über 50% ist. Und auch aus Italien kommen viele Menschen zu uns. Auch aus Polen haben wir eine hohe Zuwanderung, häufig übrigens auch von gut ausgebildeten jungen Menschen. Und deshalb sagen uns die Statistiken der letzten Jahre, dass es eher eine Zuwanderung oder Einwanderung aus den europäischen Nachbarländern gab und eben nicht aus dem sogenannten muslimischen Ausland. Von den rund 2,14 Millionen Zugezogenen kamen laut dem Migrationsbericht beispielsweise 2015 45% aus der EU, 13% hatten die Staatsangehörigkeit eines anderen europäischen Staates und aus Asien kamen 30% der Zuwanderer, aus Afrika wanderten 5%. Terrorismus und das Gewaltpotenzial des Islam beschäftigt uns natürlich seit 2 Jahren zunehmend, aber auch davor ist das leider ein internationales Thema. Das ist jetzt ein bisschen unscharf, ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können, aber Sie sehen bei den grünen Balken, dass die Zahl der Anschläge 2015, also die Zahl der Anschläge und die orangenen Balken zeigt die Zahl der Toten. Und Sie sehen eben in dieser Statistik, dass die meist betroffenen Länder der Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan und Syrien sind. MENA, also der Nahe Osten, Nordafrika ist hier an erster Stelle. 2015 waren 4 Terrorgruppen für 74% aller Anschläge weltweit verantwortlich. Das waren ISIS, Boko Haram, Taliban und Al-Qaida. Und die meisten Opfer islamistischer Gewalt sind Muslime. Wenn wir jetzt zwischen politischer und ökonomischen Komponenten und religiösen unterscheiden, dann sehen wir, dass 93% aller Terroranschläge zwischen 1989 und 2014 stattfanden, und zwar in Ländern mit hohem Ausmaß an staatlicher Gewalt. Ja, also die meisten Terroranschläge finden in Ländern statt, die schwache Demokratien sind, wo Folter und Inhaftierung ohne rechtsstaatlicher Prozess an der Tagesordnung sind. 90% der Terroranschläge ereigneten sich in Ländern, die selbst in gewaltsame Konflikte mit anderen verwickelt waren, wo also Gewalt an der Tagesordnung ist und gerechtfertigt wird. Da blüht eben auch der Terrorismus, das zeigt uns diese Statistik. Auf der anderen Seite wehen sich der IS und andere islamistische Terrororganisationen im Krieg gegen den Westen. Sie kennen diese Rhetorik. Sie verfolgen die Strategie, eben gezielt Anschläge in der westlichen Welt verüben zu lassen und gerade eben auch unter Nichtmuslimen, die sie als Feinde des Islam betrachten. Statistisch belegt, während die Zahl der Toten weltweit durch terroristische Anschläge gesunken ist, steigt sie in den sogenannten OECD-Ländern. Was bedeutet das für uns, die religiöse Komponente, und was hat das mit dem Islam zu tun? Die meisten Muslime lehnen Gewalt ab. Ich meine, an dieser Statistik kann man ja auch gut erkennen, dadurch, dass sie die
größte Gruppe der Opfer sind, ist es ja auch logisch sozusagen und nachvollziehbar, dass sie sagen, Islam und Gewalt und Terror haben nichts miteinander zu tun. Und auch in Deutschland, wenn wir über diese Themen sprechen, sind die Muslime natürlich an erster Stelle und sagen, bitte haltet diesen Terror, der in unseren Ländern wütet und so viel Unheil über uns bringt, haltet diesen Terror aus der Debatte raus, denn das sind auch unsere Feinde. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir ganz klar sehen müssen, dass die Grenze nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen verläuft, sondern zwischen Menschen, die Demokratie und Menschenrechte hochhalten, und eben Terrorgruppen und Staaten, die Demokratie mit Füßen treten und die Menschen zu Opfern ihrer eigenen Diktaturen machen. Jetzt kommt der Punkt, was macht die Politik? Wir haben seit vielen Jahrzehnten Muslime in Deutschland. Als meine Eltern hierher gekommen waren, gab es eigentlich keine Strukturen. Also mein Vater hatte keinen Anspruch auf einen Integrationskurs. Der kann leider bis heute noch nicht so gut Deutsch, weshalb immer bei den Kindern angerufen wird, wenn wieder von der Stadt ein Schreiben kommt. Also wir sind so als Vollzeitdolmetscher groß geworden, mein Bruder und ich. Und deshalb freue ich mich auch aus persönlicher Erfahrung, dass Deutschland jetzt Strukturen aufgebaut hat, dass die Menschen, die neu zu uns kommen, von der Stunde Null an Deutsch lernen. Ja, ganz wichtiger, elementarer Bestandteil. Haben nicht alle Parteien so gesehen. Ich will das jetzt gar nicht so weit politisch ausschlachten, aber ich erinnere mich, als die CDU gesagt hat, jeder muss Deutsch lernen, haben die Grünen gesagt, das sei eine Form von Zwangsgermanisierung. Und heute sagen die Grünen, wir müssten noch mehr Sprachkurse ausbauen. Also so haben sich die Verhältnisse. Und ich glaube, dass das eben auch falsch ist. Ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, die Leute sollen einfach ins Land kommen und dann lassen wir die irgendwie in ihren Strukturen leben. So läuft das nicht. Ich finde, dass jeder Staat auch selber definieren können muss, wer ins Land kommt und jeder Staat auch von dem Eingewanderten Dinge abverlangen kann. Wir haben 2005 die Deutschkurse in Deutschland eingeführt unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und mit ihrer damaligen Integrationsstaatsministerin Frau Böhmer. Das war die erste Frau, die die Bundeskanzlerin in dieses Amt gehoben hat. Sie hat sie in das Bundeskanzleramt geholt und hat damit auch dem Thema die entsprechende Position gegeben, dass sie gesagt hat, ich möchte das Thema zur Chefinnenaufgabe machen. Das war eine der wichtigsten Maßnahmen, die ich finde, nicht nur für die Muslime, sondern für alle Einwanderer in Deutschland. 2006, vielleicht erinnern Sie sich, hat der damalige Innenminister Schäuble zum ersten Mal auch in der Geschichte Deutschlands die ganzen Vertreter der muslimischen Communities an einen Tisch geholt. War nicht so einfach, es gab auch viel Streit, gibt es auch heute noch, also die streiten sich auch gerne und es knallen auch Türen, wer denn da mit am Tisch sitzen darf, wer für wen reden darf. Aber unterm Strich ist es eine Erfolgsgeschichte, weil die Regierung gesagt hat, wir reden nicht über euch oder über irgendwelche Experten über euch, sondern wir wollen mit euch gemeinsam an einen Tisch kommen und überlegen, wie wir eben gemeinsames Leben in Deutschland gestalten wollen. Dann war das auch die CDU, damals unter Bildungsministerin Schaban, die gesagt hat, okay, wir haben im Moment ganz viele Imame aus dem Ausland, die haben wir heute noch, die meisten kommen aus der Türkei, hat auch mit der hohen Anzahl der Türkeistämmigen in Deutschland zu tun, aber mittel- und langfristig wollen wir eigentlich nicht, dass Imame aus dem Ausland in den Moscheen predigen, sondern wir wollen, dass Theologen in Deutschland ausgebildet werden und in unseren Moscheen auch Deutsch können und auch auf Deutsch predigen können und die religiöse Unterweisung machen. Deswegen wird seit 2014 an 4 Universitäten in Deutschland islamische Theologie unterrichtet. Wir haben jetzt auch schon die ersten Absolventinnen und Absolventen. Und das Ziel ist es eben, dass diese jungen Menschen auch in den Moscheen später arbeiten sollen. Ist alles nicht so einfach, aber wir sind da in ganz Europa auch Leuchtturm. Es gibt in keinem anderen Land diese Strukturen bislang, so wie
wir sie in Deutschland aufgebaut haben. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist der islamische Religionsunterricht. Ich durfte zu der Zeit, als in Nordrhein-Westfalen der Islamunterricht etabliert wurde, unter dem ersten Integrationsminister Armin Laschet, damals war ich Referentin und durfte diesen Prozess mit begleiten. Als ich noch zur Schule gegangen bin, wenn Religionsunterricht war, hatten wir immer frei. Aber wenn es irgendwie eine Frage zum Islam gab im Unterricht, musste ich immer irgendwelche Fragen beantworten. Ja, sei es zum Leben des Propheten, was sind die vier Säulen des Islam, warum dürft ihr im Ramadan nicht essen und trinken. War aber eigentlich nicht so sprechfähig, weil ich habe das ja nie in einem deutschen Kontext gelernt. Ja. Heute, wo das Thema Religion auch in unserem Zusammenleben wichtiger denn je ist, eine viel stärkere auch politische Komponente hat, wo wir die Gefahr auch von terroristischen Gruppierungen haben, die in Deutschland unsere jungen Leute versuchen, für sich zu angeln, ist das Thema islamischer Religionsunterricht an Schulen eines der wichtigsten, die wir voranbringen müssen. Und ich bin sehr froh und stolz, dass Deutschland hier auch die Möglichkeit hat, auch nach dem Grundgesetz konfessionsgebundenen Unterricht an Schulen anzubieten. Wenn Sie nach Frankreich schauen, die Kollegen von den Botschaften, die treffen wir auch regelmäßig, die sagen, wir haben in Frankreich das große Problem, Religion und Staat sind ja komplett getrennt. An staatlichen Schulen gibt es keinen konfessionsgebundenen Religionsunterricht. Aber das hätten wir jetzt gerne, weil Sie wissen, es gibt viele Einwanderer in Frankreich aus den sogenannten Maghreb-Staaten und wir erreichen diese jungen Leute nicht. Ja, wir können ihnen gar nicht anbieten, dass sie in deutscher Sprache, in der deutschen Schule über ihre Religion lernen, reflektieren können und dass wir ihnen auch dass wir sie zu selbstbewussten Muslimen erziehen können. Das fehlt uns, das Instrument, und das ist eben in Deutschland ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann als vierten Punkt, dafür bin ich ein bisschen auch im Bildungsausschuss zuständig. Wir haben jetzt auch neben der christlichen und der jüdischen Begabtenförderung eine Begabtenförderung für Muslime. Da geht es eben darum, dass auch muslimische Studierende ein Stipendium bekommen, wenn sie studieren und promovieren. Auch eine Struktur, die in Deutschland einmalig ist für Europa. Die Integration der muslimischen Flüchtlinge haben wir ganz besonders in den Blick genommen, weil wir gesagt haben, also erstmal waren wir alle auch ziemlich überrascht. Wir haben in den letzten Jahren die Strukturen runtergefahren, weil wir gesehen haben, es kommen eigentlich kaum Flüchtlinge nach Deutschland. Ja? Wir haben die ganzen Aufnahmezentren abgebaut, wir haben die Stellen beim BAMF abgebaut, es mussten ja kaum noch Asylanträge bearbeitet werden und wir wurden ein Stück weit kalt erwischt. Als die Menschen aus Syrien bzw. aus den Nachbarländern leider miterleben mussten, dass ihre Essensrationen gekürzt wurden. Sie haben keine Perspektive gesehen, dass der Syrienkrieg zu Ende geht. In den Flüchtlingscamps wurde diese Situation immer schlimmer, deswegen haben sich viele auch nach Europa aufgemacht. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erinnern, weil der Krieg in Syrien tobt jetzt seit 6 Jahren und die Flüchtlingswelle, wenn man das so bezeichnen will, ist erst in den letzten 2 Jahren nach Europa gekommen. Ja? Und wir haben in Europa, wie viele Millionen Flüchtlinge haben wir in Europa? Weiß das jemand? 2. Wie viele Millionen Menschen sind im Moment auf der Flucht? Wie viel? 65 Millionen Menschen sind im Moment weltweit auf der Flucht. Und in Europa haben wir 2 Millionen. Und wie viele Flüchtlinge haben wir in Deutschland aufgenommen, beziehungsweise haben ein Bleiberecht? 800.000. Ja, also das sind die Verhältnisse. Und wir haben in Deutschland von der ersten Stunde an gesagt, okay, also das, was meinem Vater zum Beispiel passiert ist, dass er heute noch kein Deutsch kann, das wollen wir eben nicht. Wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und haben angefangen von der Stunde Null an, diesen Menschen Maßnahmen an die Hand zu geben. Wir haben die Integrationskurse ausgebaut. Wir haben in den Integrationskursen gibt es den sogenannten Orientierungskurs. Wenn Sie erstmal Deutsch sprechen, dann bekommen Sie beigebracht, wie Deutschland funktioniert, wie funktioniert das politische System, was ist uns wichtig. Und da haben wir gesagt, möchten wir aber die Stunden anheben, weil wir eben diesen ganzen Komplex Werte, ja, was sind unsere Werte, wie leben wir mit anderen Minderheiten in Deutschland zusammen, Gleichberechtigung von
Mann und Frau, was bedeutet Demokratie? All diese Themen haben wir nochmal aufgestockt und sagen, das muss eben in den Integrationskursen von der Stunde 0 an auch unterstützt werden. Wir haben im Rahmen von Projektförderungen auch Projekte angestoßen, um eben diesen Aspekt Religionsfreiheit und Toleranz von Anfang an zu vermitteln. Aber letztlich, Sie können so viele Werte vermitteln, wie Sie wollen. Die Menschen integrieren sich über Partizipation, über Arbeit, wenn sie etwas zu tun haben. Deswegen ist natürlich eine der wichtigsten Säulen die Arbeitsmarktintegration. Wir haben dazu viele Gesetze liberalisiert in Deutschland. Das haben wir im Übrigen auch schon vor den Flüchtlingen getan, weil wir uns eigentlich erhofft haben, dass wir ein paar Fachkräfte aus den sogenannten Drittstaaten bekommen. Sie wissen, wir haben ein Demografieproblem in Deutschland. Und darauf aufbauend, auf diese Liberalisierung aufbauend, konnten wir jetzt bei den Flüchtlingen auch sagen, dass sie schneller in Arbeit integriert werden können, wenn sie Sprachkenntnisse haben und wenn sie eben auch hier bleiben können nach ihrem Status. Meine Partei hat vor einigen Jahren mal über den Begriff Leitkultur diskutiert. Mich würde interessieren, wie Sie zu diesem Begriff stehen. Vielleicht mögen Sie das auch gleich in der Diskussion mal sagen. Ich glaube, dass jedes Einwanderungsland eine Leitkultur braucht. Viele sagen, das Grundgesetz reicht, da steht doch schon alles drin. Ich glaube, dass es nicht reicht. Ich glaube, dass wir eine Wertebasis brauchen, ein gemeinsames Fundament, auf die wir uns alle einigen. Und die dann auch nicht verrückbar sind. Und ich finde, dass eben diese Punkte auch den Menschen, die neu zu uns kommen, frühzeitig vermittelt werden müssen, dass sie eben auch wissen, worauf sie sich einstellen, wenn sie in Deutschland leben. Die Punkte, die ich hier aufgelistet habe, die sind bei uns in der Diskussion, die werden auch immer wieder in Parteiprogramme reingeschrieben, finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, wie vermittelt man diese Werte? Das habe ich eben schon gesagt. Man kann sich natürlich in einem Integrationskurs vorne hinstellen und sagen, das sind unsere Werte, friss oder stirb. Oder man kann natürlich hingehen und sagen, wir organisieren jetzt Partnerschaftsprojekte. Wir versuchen den Menschen so schnell wie möglich Arbeit zu geben, dass sie eben im Alltag, ja, in ihrem realen Leben das auch erleben können und erleben sollen, was das eigentlich für uns bedeutet und dass das ganz wichtige Aspekte sind. Ich habe jetzt einen kleinen Exkurs zum Thema Flüchtlinge gemacht, weil das einfach, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir über den Islam sprechen. Als letzten Punkt möchte ich noch mit Ihnen über das Thema Förderung eines Islam deutscher Prägung sprechen, weil das eben auch immer wieder ein Punkt ist, der in der Debatte vorkommt. Sie sehen in dieser Statistik die Prozentzahlen von Kindern, die am Religionsunterricht teilnehmen. Ich habe eben auch schon dargestellt, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich glaube eben, dass gerade die Generation, die nach Deutschland eingewandert ist, sich heute auch als Deutsche definiert, auch die Chance haben muss, eine Religion oder den Islam so zu leben, wie sie das mit ihrem Leben hier in Deutschland auch vereinbaren können. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man die Gebote der Religion über Bord werfen muss. Ich bin auch kein Gegner des Kopftuches, habe ich eben auch schon gesagt. Aber ich glaube, es geht darum, dass die europäischen Werte, ja, oder auch die deutschen Werte, die wir haben, dass wir sagen, Demokratie ist uns wichtig, ja, dass jeder frei seine Entscheidungen treffen kann, sich frei entfalten kann und nicht eine Autorität hinterherläuft, sondern ein selbstkritischer Geist ist. Das sind für mich persönlich Elemente, die eben in einen deutschen Islam einfließen sollten. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Religion auch in deutscher Sprache belebt wird. Wenn jetzt junge Kinder, die jetzt irgendwie 4 oder 5 Jahre alt sind, in meiner Generation, also wenn die Eltern jetzt in meine Generation haben, dann haben wir häufig das Problem, dass diese Kinder kaum mehr die Muttersprache sprechen. Ja? Ich spreche noch Türkisch, aber ich sehe das bei den Kiddies, die sprechen kaum noch die Herkunftssprache der Urgroßeltern oder der Großeltern. Wenn sie die jetzt in eine türkische Moschee schicken, dann stehen die vor dem Imam und wissen gar nicht, was der eigentlich so richtig von ihm will. Ja?
Also dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dazu gehört eben auch, dass wir sagen, wir müssen sowohl das Verständnis für eine islamdeutsche Prägung entwickeln, aber eben auch die Strukturen zur Verfügung stellen, wie ich das eben deutlich gemacht habe. Damit möchte ich es erstmal belassen, freue mich jetzt sehr auf die Diskussion und hoffe, dass ich Ihnen einen ersten Einblick geben konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihren Vortrag und für die schöne Präsentation dieser vielen Daten, auch die Museum, die Wahrnehmung des Islam in unserer Gesellschaft. Wir sollten jetzt miteinander ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren und Fragen stellen, die Sie bewegen. Und wie immer haben Sie als Erstes das Wort und sollten anfangen mit den Fragen. Zwischen den ersten Wortmeldungen, ich nehme immer drei Fragen zusammen und würde dann Sie bitten zu antworten. Ich wäre dankbar, wenn Sie nicht zu lange Statements halten, sondern auch in einer Frage dann münden, dann ist es immer wichtig, dass wir noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. So, dann fangen Sie bitte mal an. Zwei Anmerkungen unterschiedlicher Richtung. Das eine ist erwähnt, Leitkultur bezogen sich auf das Grundgesetz, ob das reichen würde. Ich finde nicht, wir sind als Deutschland eines der wenigen Länder, wo die Landessprache, also Deutsch, im Grundgesetz gar nicht drinsteht. Das gibt es meines Erachtens nur noch in den USA und wenigen anderen Ländern. Also wenn das schon nicht redet, kann das eigentlich für uns nicht ausreichend sein. Das Wichtige ist mir aber das Problem der Menschenrechte, die Sie ansprachen, die eigentlich für alle gelten sollten. Und gerade dort habe ich riesen Bauchschmerzen, weil sämtliche islamische Länder die UNO-Menschenrechtskonvention nicht anerkennen, ausdrücklich nicht anerkennen, nicht beigetreten sind. Sie haben um 1990 eine eigene gemacht, die Kairoer Erklärung. Und diese sogenannten Menschenrechte beziehen sich ausdrücklich auf die Scharia. Wie vereinbart sich denn das miteinander? Wie soll das vereinbar sein? Menschenrechte, die sich auf die Scharia beziehen, die ausdrücklich in allen islamischen Staaten gelten, mit den sonstigen globalen Menschenrechten. Da ist für mich ein ganz großer Widerspruch drin. Dankeschön. Gibt es eine zweite Frage? Bitte schließen Sie dort hinten an und dann hier drüben die Frage an Sie. Ich hätte mal eine Frage über die Strukturen im islamischen Glauben. Wir Christen haben vom Papst in Rom runter bis zum letzten Dorfpfarrer eindeutige Strukturen und was gelehrt wird. Ich habe den Eindruck, im muslimischen Glauben macht jeder, was er will. So, und jeder legt das aus, wie er es gerade braucht. Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, wieso kommt der Terrorismus, den wir im Moment auf der Welt haben, nur aus dem muslimischen Glauben? Mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Christen mordend und brandschatzend durch die Länder ziehen und hier sich gegenseitig Schäden einschlagen. Also nur in diesen muslimischen Ländern schlagen sie sich gegenseitig die Schäden ein. Deshalb habe ich die Frage, wahrscheinlich weiß der Glauben noch gar nicht, wo er hinlegt. In seiner gesamten Entwicklung. Diese zwei Fragen okay. Beantwortet. Dankeschön. Dritte Frage haben Sie hier. Sie haben uns mit sehr vielen Zahlen versorgt. Vielen Dank dafür. Eine Zahl würde ich gerne ergänzend haben. Wie ist der Stand mit dem Familiennachzug zu den Flüchtlingen? So wie ich es gehört habe, kümmert sich BAMF nicht darum. Das heißt, dass es werden keine Asylanträge gestellt, es werden keine Genehmigungen erteilt. Wer das Bleiberecht hat, der kann auch seine Familie nachholen, wenn nicht subsidiärer Schutz da ist. Und wie ist da der Stand momentan? Und wie werden diese Menschen, die da kommen, mit Familiennachzug, die ja ganz beträchtliche Personenzahlen sein können, wie werden die in die Integration einbezogen? Dankeschön. Bitte ich Sie, darauf einzugehen, dann nehmen wir die nächste Runde. Okay. Ist das eigentlich zu laut, wenn ich rede, oder geht das? Das war halt so. Also, die erste Frage war nach den Menschenrechten. Ich gebe Ihnen recht, in vielen sogenannten islamischen Ländern werden die Menschenrechte mit Füßen getreten.
Ja, also das betrifft meistens oppositionelle Parteianhänger, das betrifft Journalisten, das betrifft Intellektuelle. Das hat weniger mit der Religion zu tun, das hat was mit der wirtschaftlichen und politischen Lage dieser Länder zu tun. Das sind häufig sehr schwache Demokratien bis hin zu Diktaturen, die in den aufgrund der politischen Konfliktsituation in ihren Ländern bis heute nicht geschafft haben, in demokratische Systeme überzugehen. Ja? Wenn Sie wollen, ist die Türkei, da können wir jetzt auch heute wieder neu drüber diskutieren, eigentlich die einzige starke Demokratie mit muslimisch mehrheitlicher Bevölkerung. Ja? Und auch da ist die Situation ja im Moment, wenn das Referendum erfolgreich wird, mit einem Präsidialsystem nicht besonders blumig. Die Frage ist berechtigt, dass man sagt, also dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden, muss ja irgendwie was mit dem Islam zu tun haben. Wenn wir beispielsweise die Muslime in Europa anschauen, ja, dann sehen wir, dass das weniger ein Fall mit der Religion ist, sondern dass es weniger mit der Religion im Zusammenhang steht, sondern es hat etwas mit Bildung, mit wirtschaftlichen Faktoren, mit politischen Faktoren zu tun. Ja? Also man kann nicht per se sagen, dass der Islam an sich die Menschenrechte mit Füßen tritt, sondern die Menschen reagieren auch in Gesellschaften auf politische Situationen. Ja, so muss man das, glaube ich, erklären. Das war aber keine Antwort. Es war schon eine Antwort, ob also, zufrieden ist, eine andere Sache. Ja, also ich weiß nicht genau. Ja, was möchten Sie denn? Fragen Sie ruhig nach, was ist denn genau? Sind alle islamischen Länder, nicht nur genannte, sondern tatsächlich islamische Länder, dieser Kairo-Konvention beigetreten. Das sind die reichen wirtschaftlichen Staaten wie die Emirate, Saudi-Arabien, Malaysia, genauso dabei, die ganz arme Urteile zerfallen Staaten. Das hat also doch was mit Islam zu tun. So wie sämtliche, egal ob Schiiten, Wahhabiten, Sunniten und so, alle sind dort beigetreten. Und da tun Sie so, als hätten das nur was mit wirtschaftlichen Problemen. Das sind die Staaten, die offiziellen Staaten, die islamischen Staaten, die beigetreten sind, nicht irgendwelche arme Bevölkerung. Also ich weiß nicht genau, was das ist, was Sie meinen, wo die beigetreten sind. Ich lehne ja gar nicht ab. Bitte? Der Kairoer Erklärung der sogenannten islamischen Menschenrechte. Okay, und was steht da drin und was ist anders zu unseren Menschenrechten? Ich kann es mir nicht im WGB da im Internet nachlesen. Das ist eine zur Prüfung Menschenrechtserklärung von Werte. Gut, also wenn Sie. Okay. Also erstmal glaube ich, dass die. Also erstmal müsste man gucken, was steht denn in der Kairoer Erklärung tatsächlich drin, ja? Es ist kein so wesentliches Dokument, dass man das irgendwo zitieren und es ist. Du lass uns aber erstmal wieder ausreden. Okay, wir müssen also auch ein bisschen akzeptieren, wenn die Referentin versucht, eine Antwort zu geben. Also, ich glaube, man muss die Menschen daran messen, was sie tatsächlich tun. Ja? Und wenn es Staaten gibt, die die Menschenrechte mit Füßen treten, dann ist das die Verletzung von Menschenrechten. Ja? Dass dort aber die Bevölkerung darunter leidet, die ja mehrheitlich auch muslimisch ist, zeigt ja eben, dass es ein politisches Problem ist und kein theologisches Problem ist. Als der Islam im Mittelalter überliefert worden ist, hat sie zu der damaligen Zeit dazu geführt, dass die Menschenrechte eingehalten worden sind. Ja? Wenn Sie sich mal anschauen, als der Islam überliefert worden ist, vorher, nachher, Behandlung der Frau, ja, können Sie auch in den historischen Quellen nachlesen, dass die Situation der Frau sich nach der Überlieferung wesentlich verändert hat. Die Frauen waren zu der damaligen Zeit, wurden gehalten wie Sklaven. Ja? Die, wenn Mädchen auf die Welt gekommen sind, wurden die beim lebendigen Leibe eingebuddelt. Ja? Will sagen, das, was der Islam ausmacht, ist das, was die Menschen daraus machen. Wenn ein Staat jetzt, um seine eigene Diktatur zu manifestieren, die Religion missbraucht und das religiös motiviert, dann muss das nicht heißen, dass das so mit der Überlieferung gemeint war. Ja? Wir haben leider in der Geschichte aller Religionen haben wir blutige Zeiten. Wir haben in der Geschichte aller Religionen
Religionen, dass Machthaber, ja, auch Organisationen, auch Terrororganisationen sich auf religiöse Quellen beziehen und das damit legitimieren. Aber deshalb hinzugehen und zu sagen, dass diese Religion per se gewaltbereit sei, da würde ich doch tatsächlich etwas vorsichtig mit umgehen. Ja? Aber ich widerspreche Ihnen gar nicht, dass die meisten muslimischen Länder die Menschenrechte nicht einhalten. Da bin ich vollkommen mit Ihnen einer Meinung. Also ich finde das traurig, aber es gehört tatsächlich zur Realität. Und Sie haben ja auch in der Statistik gesehen, dass aber die muslimische Bevölkerung auch mehrheitlich von diesen undemokratischen Verhältnissen darunter leidet und am meisten betroffen ist. Ja? Es ist tatsächlich so, dass es eben keinen Papst im Islam gibt, also kein religiöses Oberhaupt. Nichtsdestotrotz gibt es unterschiedliche Gelehrte. Ganz häufig wird die Al-Azhar-Universität zitiert und der Scheich zitiert, der dort bestimmte Fatwas erarbeitet. Was die Muslime in Deutschland angeht, sind sie eben auch in den unterschiedlichen muslimischen Verbänden organisiert, aber sie sind halt zum größten Teil, gehören sie zu der sunnitischen Gruppe. Ja? Der wahhabitische Teil, das sind tatsächlich die Muslime, die wir auch aus Saudi-Arabien kennen, die auch eine sehr, wie ich finde, problematische Islam-Auslegung haben, aber sie sind Gott sei Dank in Deutschland eher eine Minderheit. Wenn heute jemand irgendeine religiöse Frage hat, dann geht er in die Moschee, also wo er sich halt zugehörig fühlt. Ja, die meisten Türkeistämmigen gehen eben in die DITIB-Moschee oder in die VKZ-Moscheen und die theologischen Fragen werden halt im Gespräch mit dem Imam geklärt. Ja. Also es gibt kein religiöses Oberhaupt, das sozusagen für eine einheitliche Gruppe von Muslimen spricht. Deswegen sagt man auch häufig, es gibt eben nicht den einen Islam, sondern sehr viele unterschiedliche Auslegungen des Islam. Die Ahmadiyya-Gemeinde ist eine kleine Minderheit, die haben sogar einen anderen Koran. Ja, es ist nur ein ganz kleiner Unterschied, aber die Eröffnungssure ist bei denen zum Beispiel anders. Sie leben ihre Religion anders aus, sie haben andere Gebote und auch Rituale. Also die Menge oder die Gruppe der Muslime ist wirklich sehr, sehr heterogen. Ja? Hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Ja, wieso kommt der Terrorismus meistens aus den sogenannten islamischen Ländern? Es ist halt sehr, sehr schwierig, also wenn ich jetzt einsteige, zu erklären, wie sich ISIS und so weiter entwickelt hat. Es sind einfach wirklich sehr schwache Demokratien, diese Länder, ja, wo Gruppierungen, die mit islamistischen Theologien kommen, sehr schnell Zuwachs bekommen. Ja. Wenn sie eine arme Bevölkerung haben, die kaum etwas zu essen hat, dann werden sie diese Menschen eher dazu bewegen, sich einer Terrororganisation anzuschließen, wie wenn sie starke Verhältnisse haben, wo jeder seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ja. Ich hoffe, dass das ausreicht, um das zu verstehen. Das theologisch zu untermauern, halte ich tatsächlich für sehr, sehr schwierig. Ja, ich würde auch als Muslimin sagen, dass das nicht im Einklang mit meiner Religion steht, aber es gibt eben auch viele Menschen, die Religion missbrauchen, um politische Macht zu stabilisieren. Der Familiennachzug ist für 3 Jahre ausgesetzt, das war der Herr dort, und die Statistik bzw. die Berechnungen sagen, dass wir, wenn wir den Familiennachzug zugelassen hätten, mit einem Zuwachs von 1,1 pro Person rechnen müssten. Ja, also nicht ein Flüchtling plus 5, was ja so, sondern es wäre wahrscheinlich die Verdopplung der Zahl, die wir jetzt haben. Aber wie gesagt, der Familiennachzug ist ausgesetzt im Moment und wir haben auch sehr, sehr viele, das heißt, wir dürfen ihre Eltern und Kinder nicht hierher holen. Ne? Also das ist, glaube ich, für den Fall, dass es nicht bekannt ist. Und es ist im Moment auch in Diskussion, ob wir das weiter aussetzen werden. Okay, wir nehmen mal die nächsten Fragen dran. Ich habe die Dame hier vorne gehabt, gleich im weißen Mann. Dann war Herr Heiner und Herr Storz und dann mache ich die nächste Runde. Ich nehme Sie danach dann. Ja. Nein, die Dame mit dem weißen Sitz. So, ich möchte zum einen sagen, die Muslime kommen hier nach Deutschland mit ihnen, mit ihren archaischen Vorstellungen. Und jeder weiß doch, dass keinerlei Interesse ist an unserer Kultur, ja, dass sie sich nicht integrieren wollen.
Und das sage ich allen, die jetzt eine gegenteilige Meinung haben. Schauen Sie sich das Menschenbild an der Muslime oder des Islam, das Frauenbild, Kinderehen. Sie wissen, die Gerichtsbarkeit ist eine andere, die Scharia. Kinderehen sind gestattet. Männer ist ganz normal, mit mehreren Frauen dürfen die verheiratet sein. Wie passt das gar nicht überhaupt in unser Bild überhaupt rein? Und eine Frage vielleicht noch knüpfen? Ja, das wollte ich einfach sagen. Gut. Und da wird hier eingeredet, dass es ein wunderbares Zusammenleben sein kann mit den Muslimen und so weiter. Nein, es wird niemals sein. Und ich muss auch sagen, Sie sprachen vorhin an schon der Sportunterricht mit Badeanzug und so. Sie sind da gar nicht interessiert, die Muslime uns anzupassen. Und da muss ich sagen, warum, das ist meine Frage, wenn das zu viel verlangt ist, sich ja anzupassen, warum gehen Sie nicht zurück und in ein anderes Land? Ich bin nicht bereit, unsere Kultur und unsere Werte aufzugeben. Gut, danke schön, Herr Heiner. Das Mikrofon, das kann man Sie hinten nicht hören. Ich wollte eigentlich zwei Fragen stellen, muss aber noch auf die Dame etwas runter. Auch bitte nur kurz eingehen und dichter ans Mikrofon. Am Anfang, oder ganz am Anfang unserer europäischen Kultur standen zwei große Gestalten, gebürtig beide aus Cordoba und die Denkmäler, die an sie erinnern, sind nur ungefähr eine Viertelstunde Fußweg auseinander. Der eine ist Averro Es oder eben Rushd, der andere Moshe Ben Maimon. Eben Rushd ist in der großen Stanze im Vatikan verewigt und Päpste des Mittelalters oder den Ausgang des Mittelalters waren öffentlich toleranter als viele der Leute, die hier anwesend sind. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie stehen Sie zum Problem der doppelten Staatsbürgerschaft? Ich halte die doppelte Staatsbürgerschaft für einen kolossalen Irrweg. Ich will auch sagen, warum. Die doppelte Staatsbürgerschaft verleitet dazu, dass in einzelnen Personen, die sie haben, immer Interessenkonflikte entstehen können, ja eventuell sogar entstehen müssen. Und dem muss doch vorgebeugt werden. Eine Person, die... Nicht zu lange, bitte. Formulieren Sie noch die zweite Frage. Wir wollen auch die anderen rannehmen. Wir haben so viele Wortmeldungen. Muss ich jetzt leider unterbrechen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen, die aus islamischen Ländern hier in Deutschland finanziert werden. Nach meiner Ansicht muss da unbedingt ein Gesetz her, die diese Kontrolle ermöglicht. Es wird immer darüber geschimpft, wie das in Russland furchtbar ist, aber so etwas muss sein. Dankeschön. Die letzte Frage ist Herr Storz, ganz hinten. Dann beantworten wir wieder und dann nehme ich die nächsten drei Runden, zwei in der Mitte und Sie dann durch. Vielen Dank. Ich wollte nur etwas erklären, was der Herr zuerst gefragt hatte. Es gibt eine Kairo-Erklärung zu den Menschenrechten, die ist 1990 von 57 Staaten offiziell herausgegeben worden, und zwar in Beantwortung der UN-Menschenrechte. Und in dieser Erklärung, die offiziell ist und die Sie auch in Wikipedia nachlesen können, haben diese Staaten erklärt, dass sie die Menschenrechte nur insofern teilen oder insoweit teilen, wie sie der Scharia nicht entgegenstehen. Und da kommen wir zu dem Problem. Denn die Scharia hat Rechtsnormen, die das Zusammenleben mit uns erschweren, weil auch die Kairo-Erklärung darlegt, dass die Scharia über staatlichem Recht steht. Und damit sind unsere Errungenschaften seit der Aufklärung im Zusammenleben hier massiv in Frage gestellt. Wenn Sie betonen, und ich komme dann zu der Frage, wenn Sie betonen, dass hier nur ein verschwindend kleiner Teil oder vielmehr die überwiegende Teil der islamischen Bevölkerung bei uns ja friedliebend ist, könnte man sagen, dass er eigentlich um des Friedens willen bestimmte Anordnungen, die im Koran stehen,
nicht befolgt. Der Koran enthält sehr gewalttätige Suren. Und wenn Sie das Buch von der Sabbatia James lesen, die hier nach Europa gekommen ist, um Frauen zu schützen, können Sie das Sure für Sure nachlesen. Ich habe es selber getan. Wenn ich so spreche, dann frage ich Sie, kann man nicht, wir haben die Muslime im Land und wir möchten, dass sie integriert werden. Theoretisch ist es anders. Kann man nicht dafür sorgen, dass wir in Deutschland bei den Integrationen neben allen Bemühungen, die Sie hier aufgezeigt haben, das macht, was man auch in Kanada tut, dass man nämlich einen Eid auf die Verfassung von jedem verlangt, der zu uns kommt. Und das würde bedeuten, dass die Scharia der Verfassung nachgeordnet ist. Danke. Dankeschön. Gehen Sie bitte wieder auf die drei Fragen ein. Also die Dame hat ja gefragt, warum sie erdulden muss, dass Menschen in diesem Land leben, die vier Frauen heiraten, Kinder verheiraten und an die Scharia glauben. In diesem Land gilt das Grundgesetz, das gilt für alle. Wenn jemand in Deutschland Recht bricht, dann wird darauf reagiert, und zwar mit unseren Gesetzen. Es ist verboten, Kinder zu verheiraten in Deutschland, und es ist auch verboten, dass man vier Ehefrauen hat. Ja, und wenn das passiert, dann muss man mit den rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe heute in den Folien dargestellt, dass das nicht die Haltung der Mehrheit der Menschen ist. Gleichwohl gibt es mit Sicherheit darunter welche, die diese Haltung haben. Ja? Und da kann ich auch verstehen, dass sie sagen, warum soll ich die eigentlich tolerieren? Finde ich genauso. Ich als Muslimin finde es nicht in Ordnung, wenn ein Mann sagen würde, ich will aber vier Ehefrauen heiraten. Hatte im Übrigen auch in der Geschichte einen ganz anderen Hintergrund. Ja? Es geht nämlich nicht um die Befriedung des Mannes, sondern es ging in der damaligen Zeit darum, dass in Zeiten des Krieges es einfach viele Frauen gab, die auf einmal keine Männer hatten und damit auch keine Versorgungsgrundlage. Und deshalb gab es so eine Art Erlass, dass man in Zeiten von Kriegszuständen, damit Frauen versorgt werden konnten, vier Ehefrauen haben konnten. Mit dem Hinweis, dass man aber alle gleich lieben solle. Und das ist schon nach Auslegung der Gelehrten etwas, was eigentlich ein Mensch, Normalsterblicher, nicht so gut erfüllen kann. Ja? Und deshalb sagen auch viele Gelehrte, ja, legen auch viele Gelehrte das so aus, dass sie sagen, das ist unmöglich. Aber es ist sozusagen eine Klausel, die damals im Kriegszustand angewandt worden ist. Wenn wir uns unsere Gesellschaft und unser Leben in Europa angucken, in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern, dann findet das in Deutschland nicht statt. Ja, also es ist keine gelebte Praxis, und das mit den Kinderehen, wir haben das kürzlich auch im Bundestag diskutiert. Wir haben im Moment die Situation, dass viele junge Menschen zu uns kommen. 30% der Menschen, die nach Deutschland fliehen, sind unter 25 Jahren. Diese jungen Menschen sind zum Teil Jahre unterwegs gewesen, ja, über eine ziemlich harte Route. Und die sind auch zum Teil ohne ihre Eltern unterwegs, weil die Eltern häufig alt sind und so weiter, und sie kennen die Geschichte, dann wird der Starke, der Stärkste aus der Familie rausgesucht damit und wird nach Europa geschickt, damit irgendjemand aus der Familie überlebt oder eine Zukunft hat. So. Diese jungen Leute fliehen aus diesen Ländern, wo der IS tobt, und wir haben die Situation, dass der IS aktiv auch junge Frauen raubt, sie vergewaltigt, versklavt etc. In diesem Kontext haben viele auch untereinander, Cousin, Cousine, geheiratet, ja, um auf der Flucht einen Schutzstatus zu haben. Also das, was an Kinderehen jetzt in Deutschland auf uns zukommt und wo wir ganz klar sagen, dass wir dagegen vorgehen werden, hat auch eine ganz andere dramatische und tragische Komponente. Deshalb empfehle ich einfach, wenn man über diese Themen spricht, ich bin gegen die Kinder, gar keine Frage, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja? Und wir haben auch gesagt, der Gesetzgeber hat gesagt, wir schließen jede Lücke, wo man versucht, Kinderehe auf irgendeine Art und Weise zu legitimieren, auf irgendeine Art und Weise.
Aber ich finde, man muss einfach diese dramatische Komponente auch mit berücksichtigen. Hinzu kommt, im Islam gibt es keinen Sex vor der Ehe. Das heißt, wenn junge Menschen zusammenkommen, dann heiraten. Die verloben sich und heiraten. Ja? Und wenn wir uns anschauen, wie jung, sage ich jetzt mal, die jungen Menschen heutzutage anfangen, ihre Erfahrungen in Beziehungen etc. zu sammeln, dann ist das relativ jung. 14, 15 geht's los. Ich weiß, das ist bei mir schon länger her, ich bin schon älter. Also will sagen, diese Erfahrung wird im islamischen Kontext in die Ehe transportiert. Die heiraten dann. Damit legitimiere ich auch keine Kinderehe, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist eine andere Auffassung von Familiengründung. Ja? Und die, das sagt der Gesetzgeber in Deutschland, beziehungsweise ist meine Auffassung, sollte eben mit Verstand ab 18 losgehen. Ja, ist im Moment ja ab 16, mit Einverständnis der Eltern, ist ab 16 in Deutschland. Ich finde, es sollte ab 18 sein und so regeln wir das jetzt auch bei den neu zu uns Gekommenen. Es gibt keine Legitimation von Kinderehe in Deutschland. Ich bin gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe aber selber zwei Pässe. Ja, damit bin ich sehr unglaubwürdig, weil ich komme aus also meine Vorfahren kommen aus Griechenland. Jeder EU-Bürger, der nach Deutschland kommt, hat das Recht, den Pass des Herkunftslandes zu behalten, wenn er Deutscher wird oder sie Deutsche wird. So, diese Situation haben wir bei über 50% der Einbürgerungen in Deutschland gehabt. Deshalb hat der Gesetzgeber in der letzten Koalitionsverhandlung gesagt, okay, diejenigen, die in Deutschland geboren worden sind, ja, die sollen den deutschen Pass behalten und auch den Pass des Herkunftslandes der Eltern. Davor hatten wir die sogenannte Optionspflicht, junge Menschen sollten sich entscheiden mit 21. Ja. Jetzt ist es so, wenn ein junger Mensch auch aus einem Drittstaat in Deutschland auf die Welt kommt, die Eltern die Voraussetzungen erfüllen, darf dieses Kind beide Pässe behalten. Jetzt hat unser letzter Bundesparteitag einen Beschluss gefasst, der von der Jungen Union eingegeben worden ist, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder zurück zur Optionspflicht oder Sie wollen wieder zurück zur Optionspflicht. Das ist der Diskussionsstand. Ich kann Ihnen ja mal sagen, wie die Haltung von unserem Innenminister ist. Er sagt, irgendwann sollten wir das mit den Vielfachidentitäten einfach mal kappen. Ja? Also diejenigen, die in zweiter, dritter, vierter Generation weiter in Deutschland bleiben, ja, dass die dann irgendwann 4, 5 Staatsbürgerschaften haben, ist nicht im Interesse unseres Landes. Ja? Wir haben ja irgendwo auch eine Grenze, wenn Doppelnamen heiraten, haben wir ja auch keine 4 Namen stehen. Ja? So ähnlich muss man sich, glaube ich, das vorstellen, dass man sagt, bei einer Staatsbürgerschaft sollte man das ähnlich praktikabel halten und ab einer gewissen Generation gibt es einen Cut, dann werden Staatsbürgerschaften nicht vererbt. Ich halte das für eine gute Lösung. Ja? Menschen, die in Deutschland leben, die ihren Lebensmittelpunkt haben, die sollten auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei der Diskussion mit den Türkeistämmigen habe ich allerdings eine andere Position eingenommen, weil wir da einfach die Diskussion hatten, dass der kleine Ali gesagt hat, meine Eltern leben schon viel länger hier, ja, und ich lebe auch schon lange in Deutschland, aber der EU-Staatsbürger, der nach Deutschland kommt, der darf seinen Pass behalten, aber ich muss meinen türkischen abgeben. Und um diese Gruppe von jungen Menschen zu erreichen und auch denen zu sagen, ob mit oder ohne Herkunftspass, ihr seid Teil dieses Landes, ja, habe ich dem Koalitionsvertrag, also dem Punkt, wie wir es jetzt vereinbart haben, auch zugestimmt und fand es auch richtig. Aber in die Zukunft gerichtet, finde ich, muss es eine Kappungsgrenze geben, weil die meisten jungen Menschen identifizieren sich mit diesem Land und die wollen auch nur den deutschen Pass meistens. Kontrolle der Organisation sehe ich ganz genauso. Das ist ein Teil des Islamgesetzes aus Österreich, den ich gerne auch in Deutschland hätte, dass wir, so habe ich sie verstanden, also dass die Finanzflüsse aus dem Ausland an muslimische Organisationen in Deutschland organisiert werden müssen. Wir haben in Deutschland aber das Gleichheitsgebot. Wir können also nicht sagen, wir gucken jetzt bei den Muslimen oder wir gucken jetzt bei den russisch-orthodoxen, wir behandeln alle gleich. Ja, da muss man entsprechend auch die Finanzströme, die in die Kirchen gehen und so weiter, an die Synagogen gehen, muss man dann entsprechend gleich behandeln. Aber wer nichts zu verbergen hat, wird sich da auch nicht dagegen stellen. Wissen Sie, ich finde den Eid auf die Verfassung finde ich ein schönes Symbol. Ich finde, das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, dass wenn jemand meint, seine persönlichen Vorstellungen über das Grundgesetz stellen zu wollen, werden wir das mit einem Eid nicht verhindern können. Ja?
Ja. Wir sagen, also von der Symbolik her, würde ich diese Idee unterstützen. Ich bin auch dafür, dass man schöne Einbürgerungsfeiern macht, weil es ist etwas Besonderes, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Das sollte man entsprechend auch ehren und gebührend feiern. Und da finde ich den Eid auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man damit vermeiden kann, wenn Menschen sich außerhalb unserer Rechtsordnung verhalten wollen. Ja, wissen Sie, das Thema Scharia, ja, gehe ich gerne auch nochmal drauf ein. Ja, also die Scharia, so wie Sie es darstellen, wenn ich es richtig verstehe, es gibt kein Gesetzbuch. Ja, es gibt nicht die Scharia als Buch, wo drin steht, du als Staat kannst jetzt Hände abhacken, Menschen steinigen etc. Das gibt es einfach nicht. Wir haben in muslimischen Ländern aber beispielsweise die Todesstrafe, wir haben die Steinigung, ja, wir haben diese Fälle in muslimischen Ländern, wo gesagt wird, dass da, hier würde die Scharia angewandt. Also wenn Sie mich fragen nach meiner persönlichen Auslegung der Scharia, ich finde nicht, dass im Koran die entwürdigende Misshandlung von Menschen Teil ist. Also es ist eine Auslegungssache, das will ich Ihnen damit sagen. Das nehme ich gerne an. Ja, aber diese Suren finden Sie leider auch in der Bibel. Also Sie haben, es gibt... Bitte mit Mikrofon. Aber bitte kein langes Statement, nur kurz, Herr Storz. Ja. Ich habe vor kurzem im deutschen Fernsehen erlebt, wie auf der Straße Passanten gefragt wurden, hier ist der Koran und hier wird eine Steinigung einer Frau beschrieben, die eben Ehebruch begangen hat. Dann haben die Passanten gesagt, oh Gott, das ist ja typisch, ist ja ganz typisch. Und dann hat der Journalist gesagt, das ist ein Trick, es ist aus der Bibel vorgelesen. Und Sie haben vorhin auch angedeutet, dass in der christlichen Religion es gewaltvolle Epochen gab. Was unterschlagen wird, ist, dass wir mit dem Neuen Testament das Prinzip der Vergebung haben und dass im Fall einer Steinigungssituation Christus gesagt hat, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und das ist der fundamentale Unterschied. Und jetzt kommt meine Frage. Glauben Sie, dass der Koran mit diesen Suren, in denen sehr wohl Gewalt beschrieben wird, es gibt ja die Suren von Mekka und von Medina, beschrieben wird, glauben Sie, dass dieser Koran, aus dem heraus die Scharia als Rechtsordnung gewachsen ist, so reformierbar ist, dass er zu unserer aufgeklärten Gesellschaft wirklich passt? Das ist meine Frage an Sie. Also, Auslegung des Koran, also der Koran ist überliefert worden und seit dem ersten Tag der Überlieferung, der ersten Sure, ist dieses Buch ausgelegt worden. Und deshalb ist die Antwort eigentlich sehr einfach. Der Koran. Lassen Sie mal austreten, Herr Storch. Das ist eine Frage der Interpretation. Ja? Man kann das, was in diesem Buch steht, man muss es ja sogar. Ja? Gott sagt in dem Buch: erstens, bediene dich deines Verstandes. Und lege dieses Buch, ist sozusagen unergründlich, ja, unergründlich weiter auszulegen. Und damit auch der Auftrag an die Menschen, es so weit auszulegen, bis es sozusagen auch verstanden werden kann. Und in dem Kontext der Lebensumstände der Menschen. Wenn Sie sich den Kontext der Lebensumstände damals anschauen und heute, dann sehen Sie ja einen riesengroßen Unterschied. Und nochmal, also man muss die Muslime daran messen, wie sie handeln und was sie tun. Ja? Und deshalb ist es eben wichtig, dass natürlich Koranexegese stattfinden muss. Deswegen habe ich ja auch gerade auch in meinem Vortrag beschrieben, wie wichtig es ist, dass wir islamische Theologie in Deutschland haben. Ja? Dass wir hier frei den Koran auslegen können. Es gibt beispielsweise eine Riesendebatte in der muslimischen Community, ob Homosexualität Sünde ist oder akzeptiert werden sollte. Ob das etwas von Gott Gegebenes ist oder ob das etwas ist, womit man sofort in der Hölle landet. Das sind streitbare Themen, das wird bei uns diskutiert. Es wird diskutiert, ob eine Frau vorne vorbeten darf beim Gebet oder ob das immer ein Mann sein muss. Ob das zur Tradition gehört oder ob das in den Texten verankert ist. Also diese Debatten, die werden in der muslimischen Welt geführt. Vielleicht hört man nicht so viel darüber, ja. Aber es wird beispielsweise auch über die muslimische Frau. Ja? Warum ist die muslimische Frau eigentlich in der Wahrnehmung immer
sozusagen an zweiter Stelle. Er hat immer so einen Zweite-Klasse-Status. Wenn wir uns in die Historie der muslimischen Geschichte anschauen, dann sehen wir ganz viele muslimische Frauen, die zu einer Zeit, wo die Frauen eben nicht besonders gut politisch oder auch gesellschaftlich dastanden, wichtige Positionen übernommen haben. Ja, es wurden sogar Kriege von Frauen geführt, die ja damals nicht unwesentlich waren. Also wir sagen, der Koran muss interpretiert werden und der kann auch so interpretiert und ausgelegt werden, dass ein Zusammenleben hier in Deutschland möglich ist. Daran habe ich gar keine Zweifel. Aber das Zusammenleben in Deutschland wird nicht im Koran entschieden. Ja, das Zusammenleben in Deutschland entscheidet unser Grundgesetz, unsere Rechte und Pflichten und eben kein Religionsbuch. Und ich will das nochmal sagen, es herrscht Religionsfreiheit. Ja, Sie können an Hexen glauben, Sie können auch an die Lampen an der Decke glauben. Da kann der Staat nicht eingreifen. Das ist auch gut so, dass wir diese Religionsfreiheit haben. Es wird dann kritisch, wenn Menschen anfangen, aufgrund ihrer Religion oder ihrer Ideologie anderen Menschen zu schaden und sie versuchen einzuschränken, ja, oder sie mit Gewalt bedrohen etc. Das ist problematisch. Aber leider müssen wir aushalten, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, ich habe eine machistische Haltung. Ja? Ich finde, dass Männer mehr Rechte haben als Frauen. Ja? Gewalt in der Ehe ist nicht nur ein islamisches Problem. Ja? Gewalt in der Ehe oder Gewalt gegen Frauen ist auch ein Phänomen leider in sehr tief religiösen christlichen Gesellschaften. Ja? In Italien beispielsweise. Also wir sollten nicht den Fehler machen, sozusagen gesellschaftliche Probleme und Phänomene nur auf die Religion abzuladen. Es kommt darauf an, wie ein Muslim seine Religion interpretiert und wie er diese lebt. Und wenn er das falsch macht, dann ist es unsere Aufgabe als Politik, darauf zu reagieren und zu sagen, das ist eben falsch. Deswegen habe ich auch explizit über Leitkultur gesprochen. Und wir bauen die Strukturen auf, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Religion weiterdenken können. Wissen Sie, wir haben ganz viele Theologen aus dem Ausland, aus dem Iran, aus der Türkei, aus ganz vielen sogenannten muslimischen Ländern, die nach Deutschland kommen und sagen, ich möchte hier in Deutschland studieren, weil ich bin nicht in der Lage, meine Religion frei in meinem Herkunftsland auszulegen. Ja? Die Bestimmung an den Universitäten ist so harsch, dass es für mich gar nicht möglich ist, den Islam tatsächlich weiterzudenken und weiter auszulegen, kritisch zu betrachten. Wir haben die feministische Koranexegese, ja? Den Koran lesen aus dem Blick von Frauen, von Frauenrechten. Gehen Sie mal in muslimisch geprägte Gesellschaften und reden Sie mal offen auf offener Straße, haben Sie gar keine Chance. Wenn nicht in Deutschland, wo dann, kann ich nur sagen. Also ich bin ein ganz großer Fan und appelliere auch, dass wir eben diesen Reformgedanken in Deutschland leben müssen, auch stärken müssen. Aber ich bin auch nicht dagegen, wenn jemand sagt, ich bin ein konservativer Mensch, ich bete 5-mal am Tag, ich möchte das religiöse Kopftuch tragen, ja, ich möchte fasten. Also wenn jemand sozusagen die Gebote der Religion in Deutschland leben möchte, dann ist es auch ihr und sein Recht. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen bin ich auch gegen Assimilation. Assimilation, also eine Anpassung, dass jemand seine Werte und Vorstellungen, seine Religion aufgeben muss, das sagt unser Grundgesetz nicht. Das muss niemand in diesem Land. Ja? Und so sollten wir das, finde ich, auch in der Gesellschaft leben und auch kommunizieren. Wir machen eine letzte Fragerunde und da hatte ich Sie beide schon im Fokus, in den Mittelgang. Dann nehme ich versuche mal so weit wie möglich reinzunehmen. Ich hatte dann Sie im Hintern, dann nehme ich Sie noch dran, sind 4 und dann versuche ich, vielleicht können Sie vorne noch, Herr Kroschischka noch und dann kommen wir zum Abschluss. Ja, wir nehmen mal die 5 Fragen noch dran, dann bitte ich Sie um ein Schlusswort. Ich wollte vielleicht nur ergänzend sagen zum Scharia-Recht. Wir hatten ja vor kurzem hier eine Veranstaltung mit dem Hans-Georg Ebert, Juristen und Orientalisten aus Leipzig, der ziemlich deutlich gemacht hat, dass Scharia-Recht nur die unterste Rechtsform Islam ist, dass es noch ein Völkerrecht gibt, internationales Recht, verschiedene Rechtsebenen, dass das Scharia-Recht natürlich nicht in Deutschland zur Anwendung kommt. Ich lade Sie gerne wieder ein und wir können gerne nochmal darüber diskutieren, welche Stellen überhaupt das Scharia-Recht überhaupt hat.
Es wird immer so dominant nach vorne gestellt, dass wir uns allen gleich die Hände abgehakt werden. Das glaube ich nicht, das ist auch nicht der Fall. So, jetzt fangen wir mal mit den Fragen. Sie fragen bitte an, dann geben Sie es dann nach vorne. Bitte schön. Und bitte kurz und knapp, weil wir alle 5 Fragen auf Sie reinkriegen wollen. Ja, ist an. Kurz und knapp, ich versuche es mal. Zuerst einmal möchte ich ganz kurz trotzdem nochmal Ihnen widersprechen, denn eine Religion, und zwar gilt es natürlich für jede Religion, muss sich daran messen lassen an den Taten, da gebe ich Ihnen auch recht. Aber auch an den Schriften, da gebe ich den Herrn recht. Wir haben genug frauenverachtende Suren, die man auch nachlesen kann. Und wir haben auch, und da müssen wir einfach gar nicht so weit gucken, auch verschiedene Länder, wo der Islam die Präsenzmehrheit hat, das heißt, wo er keine Einschränkung unterliegt. Und da müssen wir nur noch Saudi-Arabien gucken, da gilt die Scharia, da gilt auf Ehebruch die Steinigung, da dürfen Frauen nicht Auto fahren, da werden Kinder, kleine Kinder verstümmelt und beschnitten. Das ist Realität in einem Land, wo der Islam die Mehrheit hat. Daran muss man ihn messen. Ich will eigentlich eine ganz andere Frage stellen, nur das dazu, und zwar zur Regierungsverantwortung, weil da gehören Sie auch dazu. Sie sagen, die Scharia gilt nicht in Deutschland. Sowohl in England als in Deutschland ist es so, dass ihr im Zivilrecht durchaus, und zwar im Erbrecht, die Scharia durchaus schon Mitspracherecht hat und das in Deutschland verfassungswidrig, und das finde ich besonders, sage ich mal, beschämend für diese Regierung, verfassungswidrig, die Beschneidung, also die Kinderverstümmelung legalisiert ist. Und da ist es mir völlig egal, ob das eine Vorschrift oder eine Legalisierung durch die Tora oder den Koran erhält, sondern dafür ist die Regierung verantwortlich, dass unser Grundgesetz eingehalten wird und unsere Rechtsnormen eingehalten werden. Das möchte ich erbitten. Dankeschön. Möchte ich Sie fragen, wie Sie dazu stehen. Gib es bitte nach vorne. Da, genau. Ja, ich habe eine andere Frage. Und zwar hatten Sie kurz angedeutet, dass ungefähr ein Drittel der, habe ich jetzt abgeschätzt, ein Drittel der muslimischen Bevölkerung die religiösen Gesetze über das Grundgesetz stellt und über die Rechtsnorm. Das ist eine Minderheit, ist richtig. Die Frage, die ich habe, ist eigentlich, die ich auch schon beim letzten vorhin Donnerstag gestellt habe, da war ja der Herr Badawiya da, der ja sehr viel macht im Rahmen der Lehrpläne für Religionsunterricht, muslimischen Religionsunterricht. Ich habe ihn gefragt, welchen Islam, es gibt ja sehr viele Islamrichtungen, welchen Islam wir hier in Deutschland an den Schulen unterrichten wollen. Und er hat gesagt, er hat mir keine Antwort gegeben. Und was für mich interessant war, und das ist ein Widerspruch zu Ihnen, er ist der Meinung, kam auch in dem Vortrag, dass es einen deutschen Islam oder einen Euro-Islam nicht geben wird. Mhm. Und Sie sagen ja, wir haben jetzt einen deutschen Islam, machen auch viel dazu, haben jetzt schon seit Jahrzehnten Islamforschung an Universitäten, aber wo ist eine Definition, das ist wichtig, denke ich, eine Definition, welchen Islam wir haben wollen. Wir reden immer vom Islam und der eine meint das, der andere das. Sie meinen einen liberalen Islam, nehme ich mal an, der andere einen anderen. Wir reden aneinander vorbei. Das Dankeschön. Ist nicht mehr ein Problem. Dann nehmen wir jetzt Ihre Frage, bitte schön. Das Mikrofon haben Sie schon. Ein Hinweis, eine Frage. Sie wollten wissen, wie wir stehen zu den Darstellungen auf der einen Folie zum Thema Leitkultur. Da, wenn Sie sich nochmal selbst das anschauen, dann müssen Sie zu dem Schluss kommen, dass ein Spiegelstrich als erster Spiegelstrich fehlt, nämlich dort einfach müsste stehen, das Grundgesetz ist natürlich zu respektieren und die allgemeine Gesetzgebung. Wir sind uns einig, dass das Grundgesetz die Diskussion zur Leitkultur nicht so einfach ersetzen kann. Deswegen finde ich den Ansatz schon sehr gut. Auch vor allem die Darstellung, dass also mit meinen Worten, Patriotismus und multikulturelle Toleranz sich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Also deswegen eine sehr gute Diskussion, wenn man mit der Leitkultur-Diskussion so weitermacht. Und die Frage, wie kriegen wir es hin? Wie kriegt es die Regierung hin? Wie kriegen es die Parteien hin, die an der Willensbildung des Volkes ja mitwirken sollen? Diese Verzerrungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu verändern, die so aussehen, dass jedes Attentat
Jede Gewalttat eines Flüchtlings oder eines Terroristen, die lässt diese Gesellschaft immer wieder so aufhorchen, dass das gesamte Gemeinwesen erschüttert wird und Integrationspolitik als gescheitert hingestellt wird. So wird es dann von vielen, die dann immer auf diesen Zug aufspringen, immer wieder dargestellt. Aber die Wahrheit ist doch eigentlich eine ganz andere. Ich bin in der evangelischen Flüchtlingsarbeit aktiv und erfahre, dass ganz, ganz viele Menschen aus unserem Gemeinwesen, die aus den unterschiedlichsten Winkeln und Parteien kommen, mithelfen bei dieser Aufgabe Integrationspolitik. Ich erlebe es, dass Moslems an Bibelkursen teilnehmen und begleite jetzt einen jungen Kurden, der sich taufen lässt. Also wie kann man diese guten, frohen Botschaften einfach auch medial rüberbringen? Das sind nicht nur die Medien, sondern das müssen auch die politisch Verantwortlichen ein Stück weit besorgen. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt war die Frage in der Mitte, ja genau, Sie noch. Nehmen Sie das Mikrofon. Nee, der Herr. Ja? Frau Tschüssel, für Ihre letzte Äußerung bzw. auf Ihre Einstellung zur Assimilation. Im Jahre 2012, nach meiner Erinnerung, lief hier über die TU eine Podiumsdiskussion zum Thema die Zukunft der Nationalstaaten. Eine Frau Dr. Liermann referierte dort, also gab den Impulsvortrag. Ihr Forschungsgebiet, die arbeitete an der Universität Zürich damals, ihr Forschungsgebiet waren die Umstände, wie sich aus Stammesgesellschaften oder wie sie als Stämmen stabile Gesellschaften bis hin zu Staaten, bis hin zu Nationalstaaten bildeten. Und sie redete mit einer zunehmenden Begeisterung, praktisch als hätte sie eine Weltformel gefunden, denn sie legt ihre Beobachtung dar, dass es nur zwei Gesichtspunkte gibt, weltweit, betonte sie mehrmals, nur zwei Gesichtspunkte, nach denen Menschen ihren naturgegebenen Individualismus zurückstellen und dazu fähig werden, stabile Gemeinschaft zu bilden. Das ist zum einen die gemeinsame Ethnie und zum anderen der Willen, unter einem gemeinsamen Gesetz zu leben. Die gemeinsame Ethnie bildet man, indem man seine Kinder verheiratet miteinander. Das andere Gesetz ist uns gegeben. Das Gesetz wurde schon, das Grundgesetz ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dem Grundgesetz geht eine evolutionäre Konsensfindung voraus, die nur von Juristen niedergeschrieben wurde. Kommen Sie bitte zu einer Frage. Ja, wie? Ich finde, ich stelle fest, dass wir mit den Muslimen weder nach dem gleichen Gesetz leben wollen, noch dass wir es angehen, eine gemeinsame Ethnie zu bilden. Wie wollen Sie die Quadratur des Kreises meistern? Mhm. Dankeschön. Letzte Frage, Frau Schischka, dann bitte ich Sie um Beantwortung. Ja. Also. Liebe Frau Josef, Sie haben uns in dankenswerter Weise und auch sehr anschaulich die Unterschiede dieses Islams heute dargelegt. Wenn ich jetzt lese, Islam deutscher Prägung, dann habe ich so Bauchschmerzen. Der Islam in Deutschland ist für mich ein Flickenteppich, wo jede Bevölkerung, jede Nation, die zu uns hier eingewandert ist, die hat ihren Islam mitgebracht. Und den praktiziert die auch. Wollen wir jetzt auf diesen Flickenteppich noch was oben draufsetzen? Ich sehe da an für sich keine Klammer, die man da drüber machen könnte. Mhm. Dankeschön. Darf ich Sie bitten, die Fragen zu beantworten? Vielleicht etwas kürzer, nicht so ausführlich. Gerne. Ja, es reicht, wir können es nicht alle dran nehmen. Wir haben jetzt 5 Fragen und wollen noch. Normalerweise mache ich um 8:30 Schluss, das ist schon 8:50. Wir werden jetzt also noch die 20 Minuten Fragen beantworten, aushalten. Ich habe jetzt die erste Frage mir so komisch notiert, dass ich selber nicht mehr weiß. Die erste Frage war mit der Beschneidung, ob man nicht als Grundgesetz, ob etwas davor. Als Politiker. Das war die erste Frage, so, die Beschneidung. Okay. Ja. Ihre Frage war, ob man nicht auf die Lehre sozusagen, können Sie bitte nochmal Ihre Frage geben? Ich habe gefragt, wie die Bildungsverantwortung nämlich. Achso, zur Beschneidung steht. Ja, genau. 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 Also, wir haben die Beschneidung in 2 großen Religionsgemeinschaften in Deutschland, in der muslimischen und der jüdischen Tradition. Wir hatten eine sehr emotionale Debatte darüber und die
Mehrheit der also die Anhörungen, die in dem Kontext gelaufen sind, waren so, dass viele Experten gesagt haben, aber auch die Parteienvorsitzenden gesagt haben, dass wir, wenn wir das verbieten würden in Deutschland, dass es nicht dazu führen würde, dass die Menschen ihre Jungen nicht beschneiden würden, sondern dass wir davon ausgehen müssten, dass sie dann ins Ausland reisen, um diese Beschneidungen durchzuführen. Die Beschneidung ist eine religiöse Tradition, die sehr tief verankert ist in den Ritualen des jüdischen und muslimischen Glaubens. Und die Alternative sozusagen wäre gewesen, dass wir hätten zuschauen müssen sozusagen, wie auch jüdisches Leben sich von Deutschland verabschiedet, auch das war ein Thema, ja, für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Und eben auch die Tatsache, dass die Gefahr gesehen worden ist, diese Menschen werden ihre Kinder beschneiden, ob wir das jetzt zulassen oder nicht, dann werden sie eben in ein anderes Land gehen. Vor dem Hintergrund und weil auch unser Fraktionsvorsitzender hier ganz klar gesagt hat, dass wir kein Land werden wollen, wo eben religiöses Leben oder die religiöse Praxis in der Form verboten wird. Vor dem Hintergrund ist es eben zu dieser Zusage gekommen. Ich finde es richtig. Ich finde das eine richtige Entscheidung. Es ist ein Teil der Religion und deshalb halte ich das eben auch für richtig, dass die Menschen, die das eben in ihrem Lebenskontext, in ihrer Familie durchführen wollen, auch durchführen können müssen in Deutschland, so wie in allen anderen Ländern auch. Das ist Ihre Meinung, also Sie haben nach meiner Meinung gefragt, genau. Sie haben von der Flüchtlingsarbeit berichtet, also ich glaube auch, dass wir mit den Flüchtlingen, die jetzt gekommen sind und den großen Unterstützungsleistungen der Menschen eigentlich die größte Bürgerbewegung in Deutschland gerade erleben, ja, also dass so viele Menschen ehrenamtlich helfen. Und zwar auch nicht aufhören, also es war auch kein kurzfristiger Effekt, sondern mittel- und langfristig auch weiterhin unterstützen, ist tatsächlich einmalig in der deutschen Geschichte. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass wir, was die Kommunikationspolitik unserer Arbeit angeht, also dass wir da sehr schwach sind, da gebe ich Ihnen recht. Also ich habe auch versucht, mehr rauszuholen, sage ich jetzt mal, ja, weil ich finde, dass das ein Politikfeld ist, das wir nicht so behandeln können wie jedes andere Politikfeld, weil es hier wirklich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht. Und ich nehme das aber gerne auch nochmal mit, dass das ein Anliegen ist, dass man eben, wenn ich Sie richtig verstehe, darstellt, wie es eben auch läuft an der Basis und wie mehrheitlich eben diese Aufgabe auch gestemmt wird. Islam deutscher Prägung, das waren ja jetzt an zwei unterschiedlichen Stellen, kam das, was verstehe ich eigentlich darunter? Das war ja auch Ihre Frage. Also ich finde, wir müssen uns nur anschauen, wie die Muslime in Afrika leben, in Europa leben oder in den sogenannten islamischen Ländern. Da merken Sie schon die kulturellen Unterschiede. Das macht sich beim Gebet, hat das eine Auswirkung, aber auch im Verhalten von Ehepartnern, ja, in der afrikanischen Community haben meistens die Frauen die Hosen an, das merkt man auch in der Darstellung nach außen etc. Aber darum geht es mir gar nicht. Ja. Wenn ich von Islam deutscher Prägung spreche, dann ist das für mich in erster Linie ein Selbstverständnis einer Religion, die eben zulässt, kritisch mit dieser Religion umgehen zu können, die eben nicht sagt, dass man das den Kopf abgibt und hinter Autoritäten hinterher rennt, sondern sich eine eigene Meinung bildet und die natürlich die gesellschaftliche Realität in unserem Land berücksichtigt. Wir sind ein multiethnisches, aber auch multireligiöses Land. Ja? Hier gelten andere Regeln und auch gibt es eine andere Lebensrealität, wie wenn wir in einer homogenen, in einer nur muslimischen Gesellschaft. Ja, also wenn Sie jetzt aus einer nur muslimischen Gesellschaft kommen, haben Sie ganz andere Lebensrealitäten. Ja? Und das meine ich damit. Also eine islamdeutsche Prägung für mich ist ein Religionsverständnis, was die gesellschaftliche Realität in Deutschland, ja, mit dem Grundgesetz berücksichtigt und eben junge Menschen zu Muslimen
erzieht, die aber selber als kritischer Geist in ihrer Religion leben können. Das ist für mich ein ganz entscheidender Teil, weil die Religion zum größten Teil, auch aus der türkische Islam, ein sehr autoritärer Islam ist, mit einem sehr autoritären Gottesbild, einem sehr strafenden Gott. Ja? Und ich glaube eben, dass es gibt da auch, Professor Khorshid arbeitet dazu, die Religion als Barmherzigkeit. Ich glaube eben, dass diese ganze sehr autoritätsbezogene Auslegung des Islam, die sehr viel positive Wirkung, die Religion ja eben auch haben kann, egal ob das die christliche oder die muslimische Religion ist, die uns persönlich ein innerer Kompass ist, auch unseren Charakter weiterzuentwickeln, zu einem positiveren, besseren Menschen zu werden, die uns ein Kompass ist, auch im Zusammenleben mit anderen Menschen, weil wir ja uns dessen gewiss sind als Gläubige, es zählt nicht nur, was wir hier auf der Erde machen, ja, sondern es geht sozusagen auch darum, was im Jenseits Gott von uns hält. Wir sind sozusagen auch Verantwortung vor dem Schöpfer, müssen wir geben. Ja? Also all diese Aspekte, die unser gesellschaftliches Zusammenleben bestimmen können, die positiv sind meiner Meinung nach, die Menschen helfen auch in schwierigen Situationen durchzuhalten, dass diese Komponenten in den Vordergrund rücken, dass die Menschen eben nicht ein angstbesessenes Religionsverständnis haben müssen, sondern eben auch kritisch sagen können, damit bin ich nicht einverstanden, wie mit der Steinigung oder mit einer überdimensionalen Scharia-Auslegung. Das ist für mich eine Vorstellung von deutschem Islam. Das ist sehr theoretisch, ja, Sie merken, es ist auch ein bisschen romantisch vielleicht, aber das ist eben die Aufgabe von muslimischen oder von jungen Muslimen, das in Deutschland auszuarbeiten für sich. Ja? Und die Möglichkeiten haben wir, wie gesagt, und deshalb bin ich da auch ganz positiv. Viele Menschen, die sagen, ich will keinen deutschen Islam, haben häufig Angst, dass irgendeine Hoheit kommt und dann über den Islam anfängt zu bestimmen, wie er zu haben sei. Ja? Aber darum geht es nicht. Wir wollen ja nicht an den Kern der Religion. Der Kern der Religion, das Gebet, das Fasten etc., das bleibt sowieso. Ob das jemand einhält oder nicht einhält, ist jedem selbst überlassen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, wie Religion helfen kann, dass wir in einem Einwanderungsland wie Deutschland besser zusammenleben können. Und da, glaube ich, kann der Islam deutscher Prägung eben auch einen ganz wichtigen und großen Beitrag leisten. Ja, vielen Dank. Der Applaus spricht schon für sich. Natürlich können wir jetzt nicht alle Fragen beantworten. Sie können auch gerne noch einen kleinen Fragen stellen. Und es ist dann üblicherweise so, dass ich dann nach der Veranstaltung immer dann Mails kriege, wo Leute mich beschimpfen, dass ich nicht so richtig einen konservativen Hardliner eingeladen habe, sondern ich die Fragen stelle, wie denn ein Zusammenleben möglich ist. Also die Intention dieser kleinen Reihe ist, auch zu überlegen, besteht überhaupt die Möglichkeit? Und von vornherein ist doch unsere Meinung, es geht gar nicht. Wir haben ja immer gleich auch die Folien vor uns, die nicht funktionieren. Also lassen Sie sich mal ein bisschen auf diese liberalen Positionen ein, dass wir sagen, wollen mal verstehen, ob es überhaupt möglich ist. Die harten Positionen kennen Sie alle und schreiben Sie bitte nicht solche E-Mails, brauche ich nicht. Also Sie können es mir... Ehrlicherweise, Sie können es mir direkt sagen, wäre noch besser. So, und jetzt, nächstes Mal treiben wir es mal auf die Spitze. Wir drehen das nochmal ein bisschen weiter. Nächstes Mal ist nämlich die Veranstaltung Katalysator oder Blasphemie, Religionskritik im Islam. Also denken Sie mal an die Mohammed-Karikaturen. Dann kommen Sie mal nächste Woche nochmal wieder und dann diskutieren wir nochmal den nächsten Schritt und gehen einen Schritt weiter. Und wenn Sie Vorschläge haben für andere Veranstaltungen, sagen Sie mal, wir wollen Scharia-Recht nochmal diskutieren oder machen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir solche Mails schicken, sagen, ich würde gerne über dieses Thema reden, dann lade ich die Leute ein und wir diskutieren da weiter. Vielen Dank an dieser Stelle ganz besonders unserer Referenten heute, die Sie hier in der ersten Veranstaltung haben.